Und hier bin ich wieder bei, ja, ihr habt's erfasst, Schwarz. Wie soll es auch einmal sein, dieses Mal erkunden wir die Stadt, und zwar sorgfältig. Jeden kleinsten Winkel werden wir unter die Lupe nehmen. Schillernde Pokémon leuchten angeblich in anderen Farben auf, wenn sie aus Grasbüscheln oder so hervorspringen. Sie spricht über Shinies. Schillernde Rokaiaman? Oder Rokaiman heißt. Welchen Farbton die wohl haben mögen? Gero! Hier ist eine Treppe, gehen wir die mal hoch, so. Und hier ist noch eine. Ich finde, Rayon City strahlt beinahe so hell wie die Sonne. Ja, die Sonne. Passend dazu sollst du jetzt von mir das hier bekommen. Oh, geil. Danke für den Sonnenstein. Und ich habe immer noch nicht nachgeschaut, wann sich Solamag entwickeln soll. Muss ich mal machen. Wenn ein Pokémon, das dir sehr ans Herz gewachsen ist, sich entwickelt, beeinflusst das noch lange nicht seine Bindung zu dir. Wenn man ein Pokémon entwickelt, macht es eine große Veränderung durch und wird grundsätzlich natürlich stärker. Entwickelt man es nicht weiter, merkt es sich dafür umso schneller neue Attacken. Ihr habt es erfasst. Es ist auch richtig, was ihr da gequatscht habt. Ist da was im Mülleimer? Mülleimer! Mülleimer! Er ist leer. Schade. Ordentlich hier ein Neiler. Lassen die Mülleimer immer leer und bringen ihn immer sorgfältig vor die Tür. Seufz. Das sind die Kantor ein bisschen fauler. Hier ist noch ein Building. Hast du dir das Musical angesehen? Nein. Das eigene Pokémon auf einer solchen Bühne zu erleben. Schon ein bewegendes Ereignis, was? Es lässt sich kaum in Worte fassen. Er saß in die... Warum frage ich überhaupt? Strato City ist der Dreh- und Angelpunkt der Finanzwelt, und wenn man sich vergnügen will, ist Rayon City die erste Adresse. In einer tummeln sich ganz verschiedene Menschen und Pokémon, und durch den steten Zustrom von Beinen wird die Region immer geschäftiger. Hey, willst du das? Du willst doch sicher mal erleben, was es heißt, richtig stark zu sein. Ja. Boah, danke, Stärke, die ist... Ja, die werden wir brauchen. Danke. Ein Pokémon, das Stärke einsetzt, muss sich nicht mal im Kampf befinden, um Felsbrocken zu verrücken. Wenn du dich mal an großen Brocken versuchen willst, empfehle ich Route 16. Mit einem kräftigen Hauruck geht alles. Ja, dann können wir so einige Wege freiräumen mit Stärke. Muss ich gar nicht nachschauen. Jeden Tag zur selben Zeit beginnen die Baseball-, Fußball- und Football-Spiele. Wo? Im Stadion, ist doch klar. Echt, hätte nicht gedacht, naja. Na sowas. Sieh mal einen an. Dein Infoserb scheint dich ja richtig gern zu haben. Das ist so rührend, da habe ich doch glatt etwas für dich. Sanftglocke. Versteckt die Zuneigung eines Pokémon. Könnten wir verwenden, um ein Pokémon durch Zuneigung zu entwickeln, aber wir haben keine. In der Sporthalle finden sowohl Basketball als auch Tennis-Matches statt. Die werden wir uns später unter die Lupe nehmen. Da gibt es auch ein paar Trainer, kann ich jetzt schon vorher sagen. Gut, hier ist einer. Hey, Glatzkopf. Eine Zugfahrt, die ist lustig. Nimm in der Weichenstation den Zug nach Ferula und genieße die schöne Aussicht. Verdammt, ich habe das falsch geschrieben. In meinem letzten Display habe ich Ferula mit einem R, Ferula und mit zwei L geschrieben. Okay, muss ich sofort ändern nach dem Part. Gut, dass du es mir gesagt hast. Sportler legen vor allem Wert auf das gute Zusammenspiel mit ihren Pokémon. Geh zum Sportstadion und zur Sporthalle, dann siehst du, was ich meine. Sportstadion, Fußball, Baseball und Football. Ja, das ist doch was für uns, oder? Die einzige Sportart, die ich von den dreien interessant finde, ist Fußball. Die anderen sind mir egal. Ich hasse Baseball und Football. Es gibt auch wahrscheinlich auch welche, die Baseball-Gene mögen. Naja, ihr könnt es ja mögen. Ich persönlich mag Baseball nicht. Ist nur meine Meinung. Ich kritisiere auch nicht eure Meinung.
Ihr könnt ja schreiben im Kommentar, welchen von den drei Sportarten ihr am liebsten mögt, ne? Ich trainiere meine Pokémon so, dass sie wie die meiner Lieblingssportler werden. Also wie Cristiano Ronaldo, oder? Als Kind träumt man davon, irgendwann so zu sein wie seine großen Sportidole. Vielleicht hätte auch mal ein Sportidol. Werde ich aber später erzählen, wenn wir mal kein Gesprächsthema mehr haben. Die Wurftechnik. Für meine Pokébälle habe ich mir bei den Torwarten abgeschaut. Ich ahme einfach ihren Torabwurf nach. Haha, ich bin Fußballer. Leider kann ich dir kein Autogramm geben, weil ich mir die Hand verletzt habe. Aber zeig doch mal, wie hast du denn auf deinen Trainerpass unterschrieben? Oh, noch gar nicht. Egal, muss nicht sein. Und ein Teleporter führt direkt ins Stadion, wie praktisch. So, Fußball! Huh! Huh! Erste Flanke! Kevin Bleier liegt ein vor! Und! Tor! Das ist aber ein modernes Tor. Das ist richtig mit reflektierender Glasfaser oder was weiß ich. Die Japaner alles verwenden. Pokémon und Fußball sind meine großen Leidenschaften. Oh, meine auch. Trainier doch mal eine Runde mit uns von der Pokémon Elf. Ja, ich habe dann beim Fußballspiel, das war glaube ich gegen welche Mannschaft waren das nochmal? Gott. Keine Ahnung. Schweiz kann es sein? Nee, Schweiz war es nicht. Egal, ich habe mal ein Fußballspiel, selten habe ich Pokémon gespielt. Nebenzu. Und immer wenn so das Publikum laut wird, habe ich kurz hingesehen und ja, und entspannen wurde auch einfach mal. Ne? Und sonst habe ich nur DS gespielt, weil dieses ganze Hin und Her gespielt, das ist ja ein bisschen einseitig, ne? Das kann man sich ja nicht die ganze Zeit anschauen. Da habe ich den DS 5 Minute, also welche habe ich da alles gespielt? Ich glaube damit habe ich die schwarze sogar gespielt. Und habe versucht ein, habe ich ein bisschen gezockt, ne? Schockwelle. Es ist ja Wonderkill. So, und von dem Gesprächsthema, ein Sportidol hatte ich einmal. Bin aber heute nicht mehr so extrem. Mein Sportidol erzähle ich gleich, wir machen noch einen Trainer und dann fange ich damit an. So. So, alle konzentriert. Kevin bleibt voll konzentriert auf dem Elfmeter, der ihm bevorsteht. Bam! Begegnet man einander auf gleicher Augenhöhe, kommt man sich ja gut miteinander aus. Das gilt für die Spieler einer Fußballelf genauso wie für einen Trainer und seine Pokémon. Ein wahrlich starker Trainer tut immer alles, was in seiner Macht steht. Hey Torwart, deine Hose rutscht gerade, weißt du das? Jedem unterläuft mal ein Fehler. Besonders ein Torwart sollte das jedoch tunlichst vermeiden, oh Gott. Er kann seinen Fehler ja kaum wieder gut machen, indem er selbst ein Tor schießt. Und da läuft ein Pokémon ein Fehler, kann der Trainer oder ein anderes Pokémon seinen Part wieder aufbügeln. Und doch, der Torwart kann schon ein Tor schießen. Und zwar einfach so, er rennt vor, lässt sein Tor unbewacht, rennt bis zum gegnerischen Strafraum und schießt und BAM! Ganz einfach. So, hier ist die gegnerische Mannschaft, beziehungsweise das andere Team. Was machen die gerade? Wahrscheinlich Slalom laufen. Ich mach's mal. Yay! Hui! Okay, genug rumgespaßt. Es wird ernst. Für einen famosen Doppelpass spielt man zunächst präzise einen Mitspieler an und läuft sich dann schnell frei, um dessen anschließenden Pass annehmen zu können. Boah, da kann die deutsche Mannschaft so geile Doppelpässe. Echt krass, was die da alles für Doppelpässe machen. So, lauf, immer schön laufen, aber dabei nicht das Denken nicht vergessen. So, und gleich werden wir unterbrochen, kann ich jetzt vorhersagen. Spielt man mit dem Pokémon Fußball, nennt man es Pokémon Fußball. Und ich mache mal kurz Pause. Spielt man mit dem Pokémon Fußball, nennt man das Pokémon Fußball. Oder kurz Pokéball. Ach nein, das war ja etwas anderes. Fußball ist schön anzusehen und macht viel Spaß. Dasselbe kann man auch über Pokémon-Kämpfe sagen. Und bei mir ist jetzt bald so. Sag Hallo. Bin ich da? Natürlich ist er da. Egal, er ist bloß ein bisschen schüchtern. Halt der Maul! Für einen famosen Doppelpass spielt man zunächst präzise. Ja, das hat man schon. Jetzt hat man. Wie soll rutschen? Das siehst du doch gar nicht. Siehst du einen kleinen Bildschirm, die siehst du doch nicht auf 2 Meter Entfernung. Das sehe ich nicht.
Man hört ja selbst seine Stimme kaum, oder? Okay, anscheinend ist hier keiner mehr. Fußball! Und Eckstoß von Michael Ballack. Nee, Michael Ballack spielt ja nicht mehr. Kennst du einen Sportler von der deutschen Mannschaft? Sag mal Müller. Wie heißt der mit Vornamen? Wie heißt der Müller mit Vornamen? Ja, okay. Podolski! Okay, verlass mal einfach das Fußballstadion, beziehungsweise Football- oder Baseballstadion. Gott. Okay, dieses Gebäude hätten wir. Da kommen auch jeden Tag neue Mannschaften. Also einmal kommt Baseball und einmal kommt Basketball. Nee, Basketball ist auf einem anderen Gebäude. All die Straßenkünstler auf Route 5. Wenn ich sehe, was für ein Spaß die Trainer mit ihren Pokémon haben, bekomme ich einen richtigen Energieschub. Wow, Tinte Bull. Sporthalle, Tennis und Basketball. Das ist das, was ich gesagt habe. Gesagt? Gesagt, getan. Ja, genau. Wir sind ganz tolle Sportenthusiasten. Yeah, ein Fremdwort richtig ausgesprochen. Oh Mann, bin ich gut. Darum. Das ist kein Fremdwort. Enthusiasten ist ein Fremdwort. Aber vorlesen, lest du das mal vor. Du hättest es so vorgelesen. Enthusiasten. Darum, ja, ich kann mich noch an die Schule erinnern, wie du vorgelesen hast. Darum schauen wir. Ach Mensch, wieder Störung. Und weiter geht's. Wir sind ganz große Sportenthusiasten. Darum schauen wir uns nicht nur die Spiele an, sondern auch das Timing. Und wer ist das? Deine Frau oder was? Was wir hier sehen, sind ganz neue Formen von Basketball und Tennis, bei denen Menschen und Pokémon mit und gegeneinander spielen. Vielleicht ist das ja die Zukunft für alle Sportarten. Na, träum weiter. So, was bist du? Sieht aus wie so ein FBI-Freak. Man in Black Style. Wenn man einen Sportler im Training... Was? Zucker. Was willst du mit Zucker? Man in Black Zucker. Was? Ich hab Man in Black geschaut. Nein, noch keinen. Wenn man einen Sportler beim Training anspricht, braucht man sich nicht zu wundern, wenn man zu einem Pokémon-Kampf herausgefordert wird. Ja, man stalkt die quasi aus, deswegen sind sie wütend und fordert einen heraus. Auf dem Platz warten erstklassige Basketballspieler zusammen mit ihnen Pokémon auf dich. Ah, oh, Brauner, der ist braun. Lol. Rassist! Ich bin kein Rassist! Du hast schon als braun gezeigt, das ist Rassismus. Das ist kein Rassismus, das ist ein... Du hast in eine Gruppe eingeteilt, das ist Rassismus. Hör doch auf. Noch bin ich ein Anfänger, aber bald werde ich ein... Ja. Okay, jetzt ist er weg. Noch bin ich ein Anfänger, aber bald werde ich wie ein Profikörbe werfen. Na, jetzt USB, darum nehme ich auch jede Gelegenheit wahr, einen Pokémon-Kampf zu bestreiten. Nun gut, wo waren wir? Ach ja, wir waren bei meinem Sportidol. Mein Sportidol war... Michael Schumacher. Er hat schon eine spannende Story gehabt. Er hat eine spannende Story. Er kam ja 1991 hat er, glaube ich, mit dem Formel 1 fahren angefangen. Der hat dann Kart, glaube ich, gefahren. Weiß ich gar nicht. Doch, der hat als Sportler angefangen. 92 hat er dann extrem angefangen zu fahren, Formel 1. Er hat 95 seinen ersten Titel gehabt, 94 und 95 hatte er seinen ersten Titel, oder? 94 und 95 war es, genau. Dann ist zu Ferrari gewechselt, 96. Hat bis 2000 keinen Titel gemacht, dann hat er 2000 schließlich seinen dritten Titel geholt. Bis 2004 hat er jetzt 7 Titel. Und hat 2006 aufgehört. Und hat 2010 wieder angefangen. Das nennt doch eine Historie im Motorsport. Immer war ich früher totaler Fan, also. Hab jedes Rennen gefiebert und gehofft, dass er gewinnt. Hatte er auch meistens. Bis 2005/2006 der Alonso jedes Rennen gewann. Und ja, da war ich ein bisschen frustriert und so, aber da war ich halt noch jung, da habe ich noch alles sehr übel genommen und Zebras ist angeschlagen. Aber Rupski war es, das war schon. Und hat er wieder angefangen. Und jetzt bin ich nicht mehr so
so ein extremer Formel 1-Fan. Ich schaue ab und zu mal ein bisschen ein paar Rennen an, aber so extrem bin ich jetzt nicht mehr ein Formel 1-Fan. So. Das Kräftemessen mit dem Bildner vergeht wahrlich wie im Flug. Da ist es besonders wichtig, gut vorbereitet auf dem Platz zu erscheinen. Habe ich noch irgendein Thema? Boah, ich muss über Sport reden. Man könnte meinen, ich spiele Basketball, weil ich so ein Riese bin. Aber wer weiß, vielleicht bin ich ja nur deshalb so groß geworden, weil ich schon immer den Wunsch bei mir hatte, Basketball zu spielen. Von dem Jahr, glaube ich, da waren, glaube ich, die Olympischen Winterspiele in Vancouver, ne? Da wurde Deutschland, glaube ich, Dritter. Erster wurde Kanada, Zweiter wurde die USA. Und am Schluss war ein geiles Eishockeyspiel gegen. Ich komme später darauf zurück. Erstmal muss ich diese Nervensäge loswerden. Ich komme gerade aus dem Musiktheater. Es war total schön. Wen interessiert's? Komm schon, Karen, das muss... Nein, muss ich nicht. Ich will nicht. Nein. Das ist Erpressung. Ich will nicht. Hallo, Steuerung. Nein, ich gehe nicht in dieses Gebäude. Nein, nein, zwing mich nicht da reinzugehen. Da sind wir auch schon, lass uns reingehen. Nein, zwing mich nicht. Nein. Und der Wahnsinn, oder? Hallo zusammen, sehr erfreut, wirklich. Willkommen in meinem Musiktheater. Ich würde das Gebäude abfackeln wollen. Also, ich muss schon sagen, ihr seht nach zwei famosen Trainern aus. Ich bin der Bessere. Ich gehe nur aus Mitleid mit ihr mit. Pokémon mit allerlei Deko. Auf diese Scheiße kann ich verzichten. Ich biete es. Oh, eine Deko-Box. Die brauchen wir ja total. Nein, ich will da nicht mitmachen. Leck mich am A. Nein, ich will. Muss ich jetzt mitmachen oder was? Nein! Das ist doch gay! G-A-Y! Ich will nicht! Okay, das passt! Das passt! Weg mit dieser Schose hier! Schwule Scheiße hier! Schwul! Was mache ich nur? Komm! So! Tschüss! Nie mehr. Das ist für kleine Kinder, aber nichts für mich. Papa, was machst du denn hier? Na was wohl, ich bin hier, um dich wieder mit nach Hause zu nehmen. Deine Mutter hat mir alles erzählt und du bist wirklich weit gekommen. Ja, komm, nimm sie mit, damit ich diese Schlampe endlich los. Aber deine Reise war echt lang genug. Ich will aber nicht nach Hause. Ich will mit Kevin auf dem und den Pokémon meine Reise fortsetzen. Nix da! Jede Reise hat einmal ein Ende und daheim ist daheim! Aber ich bin nicht wie du! Setz deine Reise nur fort, meine Kleine! Hä? Oh, Paparazzi! Nee, Spaß! Was soll das? Ich bin ihr Vater, was mischen Sie sich da ein? Mein Name ist Camilla. Ich bin hier die Arenaleiterin von Rayono City und außerdem noch Model. Natürlich sind alle Menschen verschieden und somit oft auch ihre Meinungen. Und da manchmal können einen die Meinungen anderer ziemlich verletzen. So ist es und genau das befürchte ich. Aber das Wichtigste ist doch, im Umgang mit anderen zu erkennen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Und dass das auch gut so ist. Und keine Angst, Bell ist ja nie alleine. Ein Trainer hat immer sein Pokémon-Team. Pokémon sind zwar niedlich, doch kommt es hart auf hart, ist auf sie Verlass. Oh, wunderbare Pokémon. Bitte, ich weiß, dass du dich um mich sorgst, weil Schlimmes auf dieser Welt passiert. Aber es gibt doch so viele gute Menschen und dabei... Auf diese Moralpredigten habe ich sowas keine Lust drauf. Ja, du hast recht. Willst du von dir ist, auf deine Weise zu bestehen, ist mein Bestehen darauf, Ziele zu verbieten, genauso stur. Es scheint, als sei ich der größere Kindskopf von uns beiden. Es bedürfe der Worte einer Arenaleiterin, damit ich das erkenne. Will, wenn du das wirklich tun willst, dann ist es auch in Ordnung für mich. Ich wünsche dir eine schöne Reise. Kevin, okay, bitte gut auf Bell auf. Ja.
Bin ich hier Babysitter oder was? Sobald ich den richtigen Weg für mich gefunden habe, komme ich nach Hause. Ja, komm. Komm, piss dich. Ach, komm. Ja, komm, hört auf zu lesbisieren. Verpisst euch. Geht's weg. Geht's weg. Ich will nicht mehr. Wie ist das so cool? Ach, komm. Tschüss. Boah, erst verschleppt sie mich hier in diese Gay-Bar oder was auch immer das sein soll. Und dann quatscht sie mich stundenlang voll. Also das ist doch Folter, oder? Boah. Was ist hier? Tipps für Trainer. Im Sportstadion, in der Sporthalle finden zu bestimmten Zeiten sportliche Begegnungen statt. Misst dich im Pokémon-Kampf mit deinem Lieblingssportler. Okay, aber ich habe hier keinen Lieblingssportler in dem Spiel. Die Straßenkünstler auf Route 5. Wenn ich sehe, was für einen Spaß die Trainer mit dem Pokémon haben, bekomme ich einen richtigen Energieschub. Oh, nie mehr. Hätte ich anfangs gewusst, dass mir sowas in der Schwarzen bevorsteht, hätte ich das nie gesplayt. Und hier ist ein Sport, den haben wir schon angesülzt. Den haben wir nicht angesülzt. Ich bin immer ganz aus dem Häuschen, wenn ich nach Rayona City fahre. Das ist so eine aufregende Stadt. So, hier ist die Gay Bar, da wollen wir nicht rein. Wo geht's hier lang? Die Pokémon Arena in Rayona City ist mitten im Vergnügungspark. Bestimmt erwartet da einem etwas ganz Verrücktes. Wenn ich so brav war, darf ich heute mit in den Vergnügungspark. Das Riesenrad ist ja so toll. Ich liebe Riesenräder einfach. Ich, nicht so. Ich muss zugeben, ich habe Höhenangst. Das ist mein Ernst, ja. Also, mein voller Ernst. Ich habe Höhenangst. Das ist nicht so gequatscht, das ist echt so. Ne, ich war aber schon mal in dem Riesenrad und da. Ne, und wenn ihr wisst, was Höhenangst heißt, dann werdet ihr schon wissen, was ich da durchmachen musste. Ich habe das Gefühl, ich würde das sterben hier. Hab mich da an meinen Sitz festgeklammert und auf den Boden geschaut. Also nicht auf den Boden von der Tatsachen, ne? Sondern auf den, wie heißt denn das? Waggon. Ich sag einfach mal Waggon, Boden. So, was ist hier? Oh nein! Ist das N? Du suchst den Plasma? Sie haben sich ins Innere des Vergnügungsparks geflüchtet. Nee, Quatsch, hat sie eine andere Stimme. Ach, egal. Folge mir. Ja, die Stimme passt. Die Stimme passt doch, oder? Okay, wir folgen jetzt den kranken Psychopathen. Weit und breit niemand zu sehen. Steigen wir ins Riesenrad, vielleicht sehen wir sie aus der Höhe. Nein, ich habe Höhenangst, ich will nicht. Ich liebe Riesenräder. Dann gründe doch mit dem Mädchen einen Riesenrad-Fanclub. Haha. Mechanik in Perfektion, mathematische Präzision. Okay. So schnell kann ich nicht lesen, tut mir leid. Ich sage dir die Wahrheit am besten gleich, ich bin der König von Team Plasma. Dieses hat mich um meine Mithilfe bei seinem Plan zur Rettung der Pokémon gebeten. Fragst du dich auch manchmal, wie viele Pokémon es eigentlich auf der Welt gibt? Ja, 650. N! Alles in Ordnung? Alles bestens. Um die Pokémon zu retten, muss ich zuerst meine Leute beschützen. Während ich kämpfe, flieht ihr von hier. Also dann, Kevin, teilst du meine Vision? Ja. Falls du die Wahrheit sprichst, so bin ich erfreut. Also dann auf meine Zukunftsfusion. Fusion, ja. Zukunftsfusion ist eine Yu-Gi-Oh-Karte, deswegen. Auf meine Zukunftsfusion. Ich kann hier und jetzt nicht gegen dich gewinnen, aber Team Plasma fliehen kann. Damit Team Plasma fliehen kann, muss ich dich aufhalten. Kampf gegen N. N. Das ist mein Ende. Okay, er hat 4 Pokémon. Er hat die Pokémon aus der Wüste. Und zwar alle. Okay, alle sagen wir, die nicht extrem selten sind, sagen wir so. Die häufigsten, was wir in der Wüste begegnet sind. Hier wäre ein Ganovi. Grasmixer. Ne, ein bisschen Gras durchmischen. Lampion.
löschen wir das Feuer mit unseren Affen. So, ja. Da brauche ich nicht zu viel sagen. Ihr wisst, welche Attacke. Silwasser. Ich hätte auch Schaufel verwenden sollen, aber Step ist Step und bleibt auch Step und Schaufel dauert mir zu lange. Surkex, das Kampf-Unlicht-Pokémon. Da können wir so ein Goku einsetzen. Kampf gegen Unlicht ist mein Ziel. Müsste ihn sogar One-Hitten, wenn wir Glück haben. Okay, Doppelkick. Einmal, zweimal. Gut, ich hätte gedacht, dass er den ersten Angriff nicht überstehen wird, aber er hat ihn überstanden. Simulara. Das Psycho-Flug-Pokémon. Da wechsle ich zu Zebritz. Elektro gegen Flug ist mein Ziel. Ne? So, hier ist es. Ne, und die Mischung aus Forstelco und Incognito. Schockwelle. Ich finde die Animation so geil. Und was hat überlebt? Oha. Rückenwind. Keine Ahnung, was die bewirkt, die Attacke. Ich glaube, die Attacke verstärkt Flugattacken. Psychstrahl, nein! Oh, gut, sieht zum Glück nicht allzu viel ab. Ich habe extrem Angst vor Psychstrahl. Denn die Attacke hat in sich. So, tschüss. Das war's. Das war dein Ende. Haha. Du bist wirklich stark. Aber es ist an mir, die Zukunft zu formen. Das ist meine Aufgabe. Oh Mann. Dazu werde ich den Champ übertreffen. Ich werde einzigartig sein, keine Niederlage kennen. Ich bringe alle Trainer dazu, ihre Pokémon freizulassen. Ist es dein Wunsch, wie bisher mit deinen Pokémon zusammen zu sein? Dann erlange alle 8 Orden dieser Region und begib dich zur Pokémon-Liga. Dort kannst du ja versuchen, mich aufzuhalten. Aber falls du nicht von deinem Herz an deine Idee glaubst, wirst du mich niemals aufhalten können. Und tschüss. Boah, Andy ist er weg. Aber ich mag Andy irgendwie. Ist eigentlich der epischste Boss, den ich kenne. Guck mal da, ein Clown. Wo? Redest du mit mir? Was muckst du dich? Arschloch. Ein Erfüllungspark macht jedem Spaß, ob alt oder jung. Die Achterbahn fährt mit Kach. Was Karacho? Da spinnt jeder Tacho. Achso, das reimt sich. Ne? Hey Pikachu, was geht? Hier ist ein Pikachu. Pika. Und hier ist ein Rosendings da. Blumendings, Bums. Na, ihr wisst schon. Hier ist noch ein Pedo-Clown. Der Besiegner dreht sich vor, wagt mich nicht, wieso? Boah. Cooler Reim. Muss ich in meinen Facebook-Status posten? Nein, muss ich nicht. Hier ist ein Item. X-Angriff. So, ich sehe noch was. Ja, wir können die Season Up betreten. Ne, können wir nicht. Lol. Aber hier ist noch eine. Hier ist noch was, ne? Gehen wir wieder zurück, denn hier entscheidet es gleich eine Trainerin. Wir können gegen sie bekämpfen. Und dann. Oh, sie ist gar nicht da. Okay, dann müssen wir zuerst den Orden machen. Machen wir es einfach mal. Wir haben ja nicht allzu viel aufgenommen bis jetzt. Bei mir steht 17 Minuten. Das liegt daran, weil ich versehentlich meine letzten zwei Aufnahmeschnitte unterbrochen habe. Versehentlich habe ich da auf Stopp geklickt und ja, hier muss ich dann einfach wieder zusammenschneiden. Deswegen steht bei mir 17. Ihr habt es wahrscheinlich schon 20 oder 25. Weiß gar nicht. So, heilen wir unsere Pokémon und dann gehen wir in die Arena. Die Arena ist auch sehr cool gemacht, muss ich sagen. Also hier in der Region sind alle Arenen cool gemacht. Vom Rätsel her, muss ich schon sagen. Auch wieder ein Lob an die Macher. So, dann laufen. Wobei, wir haben unser Phase ja noch gar nicht verwendet, ne? Ich teste es mal für die letzten 10, 20 Schritte. Nein, nicht Itemradar, Fahrrad. Oh!
Okay, yay, Fahrrad. Okay, genug rumgespaßt. Ist das ein Mülleimer? Mülleimer! Nein. Pokémon Arena von Rayono City. Leiterin Camilla, die strahlende Schönheit. Es kann doch nicht sein, dass jeder Mülleimer hier leer ist. Da muss doch wenigstens ein bisschen Abfall drin sein. Da müsste hier stehen, hier ist nichts bloß Abfall. Wie in Pokémon Gelb. Egal. Da staunst du, Bauklötze, was? Wie du sehen kannst, ist die ganze Arena eine einzige Achterbahnfahrt. Wie dem auch sei, das hier ist für dich. Danke, Tafelwasser. Von dem kriegen wir immer ein Tafelwasser. Zunächst steigst du in den Waggon ein. Und auf den Gerüsten stellst du dann die Weichen um. Manchmal steigst du auch in den Wagen eines besiegten Gegners und fährst weiter. Stück für Stück näherst du dich so der Arenaleiterin. Übrigens, Elektroattacken sind anfällig gegen Bodenattacken. Boden. Boden. Welches Pokémon kann eine Bodenattacke? Affe kann Schaufler, oder? Kann Affe Schaufler, ja, ich glaube so. Infoswert passt aber, weil Elektro-Gegen, Elektro-Gegen. Pflanze ist nicht sehr effektiv. Deswegen ist Infoswert ein guter, Tanker in dieser Arena. Yay! Boah, ist das geil gemacht, Mann. Besonders mit dem Untergrund hier. Sieht echt episch aus. So, wie du angezogen bist, sieht man dir sofort an, dass du aus Avencia bist. Boah, bist du eine richtige Mode-Expertin, was? Lady Arangsta. Komischer Name. Heißt einer von euch Arangsta? Im Olga. Ist vom Typ her Flug und Elektro. Wie man sich sicherlich denken kann. Werden wir in dieser Arena noch häufig begegnen? Verdammt, was mache ich jetzt? Ja, Elektroattacken wären normal effektiv, ne? Also gut, Zebritz. Gut. Starthilfe. Danke für die Initiative. Danke, dass du die Initiative im Gestalt hast, meine Initiative zu erhöhen. Sehr freundlich. So, Schockwelle. Boah, kein One-Hit-Kill. Doppel-Team bringt dir gar nichts. Schockwelle trifft eh immer. Also, ein Angriff verschwendet. Na gut, dann eben nochmal Schockwelle. Hier wieder ein Schock für dein Leben. Bitteschön. Verfolgung. So, jetzt eine Schockwelle nochmal. Bugs. Und tschüss. Ganz leicht. Und Level Up sogar. Sehr schön. Was kommt jetzt? Ja, Doppel-Level-Ups. Das ist natürlich doppelt so schön. Oh, noch eine neue. Ich lasse Zebritz draußen, weil mit Pflanzerattacken hier gegen einen Flug anstehen ist nicht sehr effektiv. Deswegen wäre es Glück, noch Zebritz draußen zu lassen und außerdem kann Zebritz die ganzen Elektroattacken absolvieren und seine Initiative nämlich erhöhen. Und er kann nur Doppelteam einsetzen. Aber ist eh egal, weil unsere Attacke trifft eh immer. Also verschwält er, wenn nicht nur seine Pokémon oder ihre Pokémon. Sie ist eine Frau. So, das war's. Ne, die Arx ist down. Gut, was ist hier? Ach, da werden die Weichen umgestellt. Ihr seht die Fahrbahn, die sind hier ja so mit so Strichen markiert. Gut, wo führt der hier jetzt hin? Der führt hier hin, okay. Was ich auch cool finde, die Farben hier sind immer unterschiedlich. Für jede andere Linie sind die Farben unterschiedlich. Ist auch gar nicht dumm gedacht. Sei mir gegrüßt, Herausforderer. Meine Eltern sind stinkreich. Ich würde gerne nur ungern mit dir tauschen. Da könnte man eigentlich die Straßenbahnlinien und so oder Eisenbahnlinien für jede Linie eine eigene Farbe nehmen, zum Beispiel. Ja, das würde ein bisschen, ja, das wird zwar ein bisschen komisch aussehen, aber man könnte zum Beispiel leicht erkennen, in welchen Bus man steigen muss. Zum Beispiel bei Schulkindern, ne? Wenn man nicht weiß, in welche Linie man steigen muss, wenn man die Zahl zum Beispiel vergisst, kann man sagen, du steigst in den Bus, in den roten Bus, ne? Dann weiß man sofort, ah, diese Bus ist Linie so und so. Oder in den blauen, Straßenbahn oder sowas. Wird zwar ein bisschen kindisch aussehen, wäre aber eigentlich eine witzige Idee. Und eigentlich auch eine kluge Idee. Nicht ständig diese unnützige Werbung auf diesen Eisenbahn-Dingern drauf.
Interessiert doch niemanden. Scheiß Werbung. Also ich hasse Werbung und Sub for Sub. Das ist das, was ich hasse. Aber ich will jetzt nicht wieder darauf eingehen, das habe ich ja schon in so vielen Let's Plays bei mir erzählt, ne? Hat die Achterbahnfahrt Spaß gemacht. Ja, hatte. Rasant, so eine Achterbahnfahrt. Hey, meine Ding fährt mir davon. Und genauso rasant geht es jetzt bei unserem Pokémon-Kampf zur Sache. Okay, wenn du willst. Der ist wahrscheinlich eh nur Emolgas. Das ist die einzigen Elektro-Pokémon, die mir einfallen, sind Emolgas und Illezeber. Meine Elektro-Pokémon fallen mir hier nicht ein. Da lohnt sich doch kaum eine Arena hier zu setzen, oder? Für zwei Pokémon-Typen. Oder Pokémon, sagen wir so. Und die weiterentwickeln halt noch. Von Illezeber ist halt, kennen Sie ja Zebritz. Also gibt's hier nur Illezeber, Emolga und Zebritz. Mehr gibt's hier nicht in der Arena. Das ist doch ein bisschen blöd, oder? Also, ich find's auch ein bisschen blöd, dass sie die hier in die neuen Pokémon reingetan haben. Ich meine, hier könnte man gut alte Pokémon einbringen, wie Pikachu oder so. Das würde das Spiel viel mehr erfüllen, anstatt immer diese neuen Pokémon. Naja, aber das mit einem guten Neuen hat auch einen Vorteil. Zum Beispiel lernt man da die Typen leichter kennen. Also, ja, also bei Sinnoh zum Beispiel, da habe ich mir echt schwer getan, die Typen alle zu kennen. Ich habe jetzt sogar noch ein paar Probleme. Ich weiß zum Beispiel nicht, was der Typ von... Boah, wie heißt denn das? Ist schon... Oh Gott. Wie heißt denn das? Verdammt, ich habe den Namen vergessen. Ich habe vergessen, wie es aus irgendeinem Käfer-Pokémon war. Das hatte doch der erste in der Top 4. Konnte, oh, wie viele Attacken konnten das? Kreuzklinge oder so, keine Ahnung. Also Sinnoh-Pokémon kenne ich am wenigsten. Also mit Sinnoh habe ich mich überhaupt noch nicht befasst. Oh, okay, vielleicht ein bisschen. Hab Platin 3 bis 4 Mal durchgespielt. Aber im Vergleich, andere Editionen spiele ich 20 Mal durch. Ja, so kann ich das jetzt. Die erste und zwei dritte habe ich alle 20 Mal mindestens durchgespielt. Die vierte weniger, da habe ich nur 3 Mal Platin durchgezockt und einmal Schwarz und Weiß, aber das Gute ist ja, hier sind neue Pokémon, die kann man sich leichter merken. Ja, Slam ist deutlich besser als Tackle, würde ich sagen, ist aber ungenauer, aber es ist egal. So, Tackle ist ja auch ein bisschen schwach, ne? So wie du kämpfst, musst du dich nicht mal vor Camilla verstecken, ebenso elegant und schön wie sie. Nein! Oh, komm! Okay, dann warte ich eben. Wie gesagt, ich warte. Ich warte immer noch. Hallo! Ich suche das Kreis 9¾. Also, da ist es ja. Auf nach Hogwarts, zu einer Arenaleiterin. Und ihr seht, die Striche sind hier gelb, weil unten waren sie nur blau. Und hier ist wieder ein... Wow! Und es ist auch geil. Hier wurden immer solche, lustigen Dinge hier eingebaut, ne? Solche, solche typischen Eigenschaften von Achterbahn. Also das war jetzt so eine hoch, mir fallen nie die Wörter ein. Was stehst du ihr gegenüber, der Arenaleiterin von Rayona City? Aber zuerst musst du noch an mir vorbei. Ach Mensch, ich wurde von Camille ausgebildet. Ich werde keine Schande über diese Arena bringen. Ich sag jetzt einfach Dinge, wenn mir das Wort nicht einfallen, sage ich Dinge. Das klingt deutlich besser, als wenn ich sage, Und hier ist wieder eins von dreien Elektro-Pokémon in dieser Region. Emolga! Es gibt ja noch ein paar Legis, aber die setzen hier keine Legis in Arenen ein. So, ja. Flug gegen Kampf ist nicht so besonders vom Vorteil, aber ich will jetzt mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Deswegen komme ich zum Goku. Ich weiß, es ist nicht so klug, den jetzt einzusetzen. Geduld. Ich will mal schauen, ob er mich mit einer Flugattacke angreift. Doppelteam. Okay, ich muss Zebritz einsetzen. Ich habe gar keine andere Wahl. Na komm, greif halt an. Komm schon, ich erlaube dir, mich anzugreifen. Dankeschön. Das Emolga sieht irgendwie aus wie eine Mischung von Pachirisu und Pikachu, muss ich sagen. Also Pachirisu ist am stärksten hier vertreten. In dem Kopf, der sieht total aus wie der von Pachirisu. Hoffentlich trifft der Karate-Schlag. Ich glaube eher nicht. Wenn nicht,
dann wechsle ich einfach. Ja, okay, er trifft nicht, dann wechsle ich zu Illezeber. Quatsch, ich sag immer Illezeber. Natürlich Zebritz. Hä, warum? Warum sage ich Illezeber? Ein Zebritz fühlt sich dadurch bestimmt beleidigt. Danke für den erhöhten Angriffswert. So, ich zeige dir mal die Schockwelle von meinem Zebritz. Das war's. Ich habe verloren, ja. Gut. Es war mir eine Ehre, gegen einen so stolzen und starken Trainer wie dich anzutreten. Ach, wir haben schon wieder den Ding verpasst. Das darf doch nicht wahr sein. Okay, dann warte ich eben. Ach ja, passt ja. Jetzt aber. Woods! Und hier ein Looping! Yeah. Boah, am liebsten will ich die ganze Fahrt noch mehr machen. Sie ist so episch gemacht. Und hier ist die Arena-Leiterin. Wollen wir unsere Pokémon heilen? Ich glaube, wir müssen das gar nicht. Oder müssen wir nicht? Wollen wir oder wollen wir nicht? Ich hab keine Ahnung. Machen wir es einfach mal. Oh ne, wir müssen ja unsere Pokémon nicht immer heilen. Und hier dieses Zahnrad oder was das auch da hinten ist. Sieht ziemlich cool aus. Na, dreht sich bei dir schon nach der rasanten Fahrt schon alles im Kopf? Gleich werde ich dir meine geliebten Pokémon richtig schwindelig machen. Oh, werden dich, sorry. Kevin vs. Camilla. Diese Lesbe. So. Emolga! Ja, sie setzt jetzt wahrscheinlich alle drei Pokémon ein, die ich gesagt habe. Emolga, Illezeber und Zebritz. Ich habe es zwar gespoilert, aber egal, ihr könnt es euch ja schon denken. Gut, machen wir es wie alle anderen Emolgas. Wir setzen Zebritz ein. Aeroass. Ja, nicht sehr effektiv. Flug gegen Elektro. So, Schockwelle. Hoffentlich kann ich keinen Don. Wobei Elektro funktioniert dagegen meins nicht, ne? Also kann ich beruhigt angreifen. Ohne Befürchtungen. Haha. Geht nicht. Sie wollte ihr Pokémon austauschen wegen mit Voltwechsel. Ich glaube, ihr nennt ihr Pokémon auszutauschen. Geht aber nichts, ne? Unser Pokémon kann von keiner Elektroattacke getroffen werden. Es kommt ein Trank, deswegen greife ich weiterhin mit Schockwelle an. Ja, der Kevin kann hell sehen. So, Schockwelle. Einmal noch und dann... Ach komm, ist doch langweilig zurückrufen. Hey Zwillinge! Ach, Blitzfänger. Wobei, sie kann ihre Elektroattacken ja auch nicht einsetzen, ne? Deswegen müssen wir jetzt beide mit Nitro-Leitern umgreifen. Das kann noch lange dauern, glaube ich. Hurra! Ja gut, besonders effektiv sind die Attacken. Rumzukeep war eine Verzögerung. So viel zieht sie auch nicht ab, so. Erhöhte Initiative. Es ist unseres schneller, glaube ich. War es, glaube ich, auch schon vorher. Einmal noch und dieses Zebritz ist down. Auch wenn es jetzt Nitro-Ladung einsetzt. Es ist down. D-O-W-N. Es kommt Rückzugheap. Das kann ich jetzt schon vorhersehen. Oh, Hellseherfähigkeiten, Hellseherfähigkeiten. Deswegen Tafelwasser. Aha. Ja, was habe ich gesagt? Nitro-Ladung. Es hat sich ausgeritzt, ne? Scheiß Emo. Gut, das hätten wir. Das war ihr stärkstes. Und hier ist noch ein Emolga. Okay, sie hatte zwei Emolgas und einen Zebritz. Greifen wir dieses Emolga wieder mit Schockwelle an. Das setzt bestimmt Doppelteam ein. Aber es kann jetzt nur noch mit Aeroass und Verfolgung angreifen. Ich hab richtig geraten. Wir hätten unsere Pokémon nicht heilen brauchen. Haben wir auch nicht. Und wir haben uns Zeit gespart. Juhu. Gut, den Orden hätten wir sicher in unserer Tasche. Was ja doch. Sie hat noch eins, habe ich gar nicht gesehen. Moment, wie viele Pokémon hat sie? Achso, das war ja letztes Jahr. Stimmt. Ich kenne ja eine Musik. Achso, ja, sie hat eins ausgetauscht. Jetzt habe ich. Okay. Das war das Pokémon, was sie vorhin ausgetauscht hat, ne?
Ja, okay, dann war's das jetzt. So, tschüss. Wir sehen uns in der Hölle, beziehungsweise im Himmel, wo auch immer du hinkommst. Das hätten wir. Nesbe ist down. Wahnsinn. Ich bin hirnweg von deinem Kampfstil. Und du bist wirklich ein toller Trainer. Ich bin beeindruckt. Hier, das hast du dir verdient. Das ist der Blitzorden, oder? Heißt der Blitzorden? Weil er aussieht wie ein Blitz. Ja, müsste schon Blitzorden heißen. Orden Nummer 4. Damit haben wir die Hälfte aller Orden. Voltorden. Ich hätte den Blitzorden genannt. Das heißt, Pokémon bis Level 50. Hören auf dein Kommando. Ach ja, das hier ist meine Lieblingsattacke. Probier sie doch mal aus. Voltwechsel. Die Attacke, die wir nicht im Kampf gesehen haben, wegen unserem Elite-C-Blitz. Voltwechsel ist sehr praktisch. Nachdem es den Gegner angegriffen hat, wird das Pokémon ausgewechselt. Das Ganze bringt natürlich nichts, wenn du nur mit einem Pokémon kämpfst. Als nächstes gehst du wohl nach Maria City. Da gibt es schließlich auch eine Arena. Oh, aber da kommt man noch gar nicht hin. Keine Bange, ich werde dafür sorgen, dass deine Reise weitergehen kann. Warte auf Route 5 auf mich. Wir haben ja die Trainer von Route 5 noch gar nicht gemacht, ne? Oh, da kämpft eine Schlampe. Gut, hier haben wir noch einen, ja. Liegenden Gleis freigeschaltet. Jus. Okay, das war nicht so aufregend. Schade, aber egal. So, den Norden hätten wir. Sicher in unsere Tasche. Kamille und ihre schockierend guten Elektroattacken. Doch das hast du mit deinen Pokémon noch einmal getoppt. Das war echt die reinste Achterbahnfahrt. Yo. Und wer jetzt kommt, welches so, wieder so die Pelos, die mich ansprechen wollen. Oder irgendwo verschleppen wollen. Ich gehe jetzt meine Pokémon heilen. Und dann beende ich den Part fürs Erste. Dann sehen wir uns morgen wieder. Ich muss jetzt dann noch den Part fertig rendern und dann muss ich sie alle zusammenschneiden und so. Das kann auch die Qualität ein bisschen beeinträchtigen, glaube ich. Ne, ich glaube, ich mache es mit Sony Vegas. Ne? Sony Vegas ist gut. Ja, ich mache es mit Sony Vegas. Und dann sehen wir uns morgen in alter Frische wieder. Bis dann. Servus.